Also, ihr Lieben, wir reagieren zusammen auf eine Doku. Arm trotz Job. Lohnt es sich noch zu arbeiten? Bitte eure Erfahrungen in dem Gebiet auch teilen. Liebe Zuschauer, auch auf YouTube, Grüße gehen raus. Ja, gerne auch eure Erfahrungen von der Ausbildung. Interessiert mich immer mega. Und ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was viele von uns betrifft. Auch ich habe in der Ausbildung ein Apfel und ein Ei verdient und hätte, ohne dass ich bei meinen Eltern gelebt habe, hätte ich mir auch keine Wohnung und so leisten können. Und auch nach der Ausbildung, ich hatte halt damals noch kein Auto, es wäre immer knapp geworden, ne? Obwohl man arbeiten geht. Das ist eigentlich verrückt. Wir gucken mal rein in die Olga. 45 Minutes. Ich bin Tobias Koch, Reporter beim SWR, und ich will wissen, lohnt es sich in Deutschland noch zu arbeiten? Dafür werde ich Menschen im Südwesten kennenlernen, die hart arbeiten und trotzdem von der Hand in den Mund leben. Wie sieht ihr Leben aus? Warum ist das so in einem reichen Land wie Deutschland? Und lässt sich das ändern? Mit dabei auf meiner Reise ist Kameramann Johannes. Er und ich, wir verdienen mit unserer Arbeit beide mehr als die Menschen, die wir in diesem Film treffen. Victoria Kleber. Mein erster Tag beginnt morgens um 9 Uhr in Gemrickheim. Guten Morgen! Hallo, Frau Anton! Ja, hallo! Grüß dich, Tobias. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Sind Sie bereit? Ja. Anita Antal. Machen wir das so? Ja. Anita Antal ist Reinigungskraft. Heute nimmt sie mich mit zu ihrer ersten Station. Sie arbeitet Vollzeit und erhält am Ende des Monats 1.278 Euro netto. Ihr Stundensatz ist etwas höher als der Mindestlohn und trotzdem kommt sie kaum über die Runden. Sehr gut, das finde ich schön. Als Schuhe aus ist, glaube ich, die erste Regel, oder? Ja, die erste Regel, genau. Das finde ich auch großen Respekt vor. Wer den ganzen Tag oben geht's los. Wir putzen heute ein Einfamilienhaus und ich lerne direkt was. Ich fange erstmal im Badezimmer an und ich muss Ihnen erzählen, ein Tuch hat mehrere Seiten. Also den Tuch nicht so greifen, weil dann wird es schnell schmutzig. Also Tuch muss man immer verwenden können. Also erst einmal die Seite und dann die Seite und dann die Seite, und dann. Dann dauert es lange. Ach, dann habe ich mehr vom Tuch, klar, weil sonst ist es direkt schmutzig. Ich bin im Wahnsinn, okay. Ja, weil dann brauchen wir 20 Tücher. So. Also, da müssen Sie einsteigen wahrscheinlich. Das kriege ich hin. Wir putzen immer von oben bis unten. Ja. Das ist Regel. Ja. Also, wenn Sie das schaffen, dann können Sie es machen. Es gibt eine Grenze. Macht Ihnen das eigentlich Spaß, Frau Antal? Putzen Sie sehr gerne? Oh, wissen Sie, ich komme von Ausland. Bei uns gibt es keinen Traumjob. Also, echt. Wir müssen alles machen. Und es ist für uns kein Problem. Wir müssen leben davon. Das wissen Sie, ich habe Kinder. Und ich muss meine Rechnungen zahlen, die gerade nicht so billig sind. Also jetzt ist alles höher geworden und teurer. Und ja, da muss mehr arbeiten. Noch mehr arbeiten. Das heißt für Sie dann auch am Wochenende putzen. Anita Antal kommt aus Ungarn. Vor 8 Jahren ist sie mit ihren 2 Kindern nach Deutschland gekommen. Der Putzjob allein reicht nicht zum Überleben. Sie hat noch einen Zweitjob im Büro annehmen müssen. Und mir wird schnell klar, Anita steht ordentlich unter Zeitdruck. Maschine. Kollege, aber zack, zack, muss man schneller sein. Ich habe 4 Stunden. Zack, zack. Und wir haben noch 3 Stockwerke. Ja, wir sind noch im Badezimmer. Ne? Kann ich noch auf? Ja. Ein bisschen nachmachen. Du, Anita, ey, das ist echt, ich bin jetzt schon beeindruckt. Als Fliesenleger habe ich im 3. Ausbildungsjahr 680 Mark verdient. Rudi, ne, wenn das so lang her ist, dass du Mark verdient hast, ich glaube, die 680 Mark waren damals recht viel. Obwohl, das waren Euro, die Hälfte. Ja, so, wahrscheinlich so viel nicht, aber da war das Geld auch noch mehr wert. Von einer Geschwindigkeit. Da hat auch noch eine Brezel, keine Ahnung, 50 Pfennig gekostet. Aber ne? Es ist so ein bisschen, wir machen so ein bisschen Fernsehen, wir machen so ein bisschen Putzen, ja, ein bisschen Zeitdruck. Ich glaube, es war nicht mega wenig, machen, oder? Weil dann kommt die Familie nach Hause. Und, ja. Ich merke schon. Keine Gnade für niemanden. Ich weiß nicht mehr, was ich genau hatte, Chat. Ich glaube, ich hatte 700, 600 im ersten Ausbildungsjahr, 700 im zweiten und knapp 800 im dritten. Also immer ein Huni mehr. Aber mein Betrieb hat Weihnachtsgeld gezahlt. Das war immer richtig geil. So ist schon gut. Also passt. Ich kann kaum mithalten, das merke ich schon nach einer halben Stunde. Neben dem Zeitdruck belasten Anita oft noch andere Dinge.
Bei manchen Kunden fehlt es zum Beispiel an Respekt. Es gibt Grenzen, wo man Kundengespräch führen soll. Okay, aber... Wie kann man jemanden respektlos behandeln, der für einen arbeitet? Du bist, was du isst und du bist, wie du mit den Menschen um dich herum umgehst. Die Kunden... Klar hat jeder mal einen schlechten Tag, aber das ist die Reinigungskraft, die macht dein Haus sauber. Sei froh, dass es sie gibt, Mann. Die Leute. Sonst müsstest du kleiner Nuttenbengel das selber putzen. Ausnutzen möchten. Ah, okay. Und dann muss man schon... Darf ich noch mal? Ja, natürlich. Dann muss man schon... Ich hatte vor circa einer Woche, hatte ich auch von einer professionellen Firma eine Reinigungskraft da für fast 4 Stunden. Die hat die ganze Bude alles sauber gemacht, tipptopp. Dann habe ich ihr ein 20 Trinkgeld in die Hand gedrückt. Immer dem Personal selber geben, weil wenn du es über die Agentur gibst oder so, dann weißt du nie, ob es ankommt. Ne? Man weiß immer nicht, was sich der Getränkemarkt bringt. Mir meine 10 Kästen Wasserbestellung. Ne? Ich tue immer sehr viel Wasser trinken, wie ihr wisst. Digga, ich gebe ihnen auch 15, 20 Euro Trinkgeld, weil ich weiß, die Leute arbeiten hart für ihr Geld. Und für den 20, da freut er sich. Und das merkt er sich auch. Hey, der und der Kunde, ein 20 sagen, ja, das da geht freut nicht. Er sich. Das aber deswegen habe ich diese schöne Sprache gelernt, dass ich mich ausdrücken kann. Also denken Sie nach, die hierher kommen ohne Sprache, ja, oder weniger Sprachkenntnisse. Ja. Die können das nicht mal erzählen. Sie werden erniedrigt ohne Ende. Ne? Wir machen weiter. Was ich gezahlt habe für 4 Stunden, ich müsste jetzt in die Rechnung noch mal reingucken, aber ich glaube, es waren 130. Für 4 Stunden? Ja, mit dem Klo. Jetzt gucke ich dir mal ganz genau zu, wie man das Klo okay putzt. Ich glaube, ich mache das richtig. Ich weiß nicht. Ich soll das lieber machen. Okay, komm, weißt du was? Ich mache das. Okay. Ja. Und da muss auch nötig was denn her, weil das sammelt sich hier, ja, und das sieht man sofort. Eigentlich nervt mich ja nur der Staub. Weißt du, das Toiletteputzen finde ich nicht schlimm, aber dass überall so kleine Staubfusseln sind die ganze Zeit. Das geht. Da ist er noch drin. Mhm. Wie lange darf man für ein Klo eigentlich brauchen? Ich brauche jetzt schon zu lang wahrscheinlich. 3 bis 5 Minuten kommen darauf an, wie das ausgestattet ist. Es gibt Verschiedenes. Okay. 3 bis 5. So, Anita, haben wir geschafft? Wir haben geschafft. Yes, sehr gut. Das waren jetzt aber schon mehr als 5 Minuten, Tobi, ne? Hör mal, was ist denn los mit dir? Von allen Seiten kommt's heute. Das war wirklich harte Arbeit. Und guck dir dieses Ergebnis an. Das ist mal ein sauberes Klo. Mehr als 5 Minuten. Von den 130 hat die Putzfrau nicht mal 60 Euro gesehen. Also wenn sie 60 Euro gesehen hat, die Hälfte, na, dann hat sich die Agentur sehr viel in die Tasche gesteckt. Aber dieses Schwarzbezahlen, ne, ihr wisst ja, ich bin echt ein elender Allmann, dieses Schwarzbezahlen feiere ich gar nicht, weil ich kann es halt auch absetzen, wenn ich das, ne, bei einer offiziellen Firma in Auftrag gebe. Und wenn sie 60 bekommen hat, dann waren das 15 Euro pro Stunde, was, würde ich sagen, immer noch ein okay Lohn ist für eine Putzkraft. Mehr wäre natürlich immer gut, aber... Ich weiß halt nicht, wo fängt es da an, wo hört es da auf? Sollte eine Putzkraft 20 Euro die Stunde verdienen? Ne? Weil dann kann man wieder mit dem Argument kommen, hey, putzen kann am Ende des Tages, wenn es wirklich hart auf hart kommt, kann jeder. Genau wie auch Taxi fahren. Ne? Und weiß der Geier noch, welche anderen Berufszweige, ne, wenn es hart auf hart kommt. Bock hat da vielleicht nicht jeder drauf, aber machen könnte es jeder. Ne? Immer Angebot und Nachfrage. Du bist zufrieden, oder? Ich bin zufrieden, aber wir müssen schneller sein. Anita ist zufrieden. Eingestellt. So, oh, yes. Yes. Sehr gut. Warum kann man eine Putzfrau so absetzen? Ja, weil sie ja mein Office geputzt hat. Jetzt müssen wir noch die Küche machen. Ah, bin ich hier. Du kannst in Deutschland. Ich putze jetzt gerade mal seit einer Stunde. Absetzen. Putzen in diesem Tempo ist harte körperliche Arbeit. Anita macht das jeden Tag, seit Jahren. Kein Wunder, dass sie Rückenschmerzen hat und Probleme mit der Lunge. Wahrscheinlich von den Putzmitteln, die sie den ganzen Tag einatmet. Oje, oje, oje. Auch wenn irgendwo Lebensmittel steht, bitte auf dem Seite stellen, dass man nicht mit dem Putzmittel in Kontakt kommt. Ja, okay. Macht dir eigentlich irgendein Raum am meisten Spaß? Also ist Bad schöner als Küche oder so? Ja, also Küche ist immer interessanter. Ich mag es ja kochen, nicht? Und es gibt Kunden, wo sehr gute Dinge sind, also von Ausland her, von Spanien, und ich kenne nicht zum Beispiel die Öl oder die Kerne, oder dann frage ich immer nach. Aber wie ist das für dich? Also jetzt siehst du da teure Lebensmittel, du siehst teure Küchengeräte, Kaffeevollautomat, hier einen Backofen, der WLAN hat. Bei mir ist kein Gegenteil, ja. Ja, eben, weil ich frage mich, du siehst das und denkst dir, das ist schön, das würde ich auch haben wollen, aber weißt, das wird wahrscheinlich nie der Fall sein. Oder zumindest musst du sehr lange dafür arbeiten. Ja, ja, also bei mir nie. Der Fall wird es nie. Also ich habe noch den 10 Jahre alte Kaffeemaschine zu Hause. Mhm. Und
das ist ganz gut. Aber das ist schön zu sehen, dass die anderen haben. Ich war nie im Leben neidisch auf etwas oder dass die anderen haben. Boah, das ehrt dich, weil ich finde, ich bin an sich auch kein neidischer Mensch. Das bringt ja auch meistens nichts, macht ja auch irgendwie unglücklich. Aber trotzdem ist doch der Gedanke... Ich will sie auch umarmen, Chat. Vor 8 Jahren nach Deutschland gekommen, ackert hart, um ihr Kind, so wie ich gehört habe, zu versorgen und lebt trotzdem von der Hand in den Mund. Das ist trotzdem nicht richtig, Chat, ne? Das ist trotzdem nicht richtig. Jemand, der hart arbeitet, sollte nicht von der Hand in den Mund leben müssen. Also, ganz klar. Es ist doch eigentlich irgendwie zwei ungerecht, Kinder sogar. Oder? Man gönnt es den Leuten schon, aber man möchte es zumindest selber auch haben. Also ich hätte schon gerne. Ich bin Kochfan und Backfan. Ja. Und, aber ja, ich muss mit alles zufrieden sein. Wenn wir hier fertig sind, wartet auf Anita ihr zweiter Job, als Disponentin in einer Zeitarbeitsfirma. Danach muss sie schnell nach Hause zu ihrem Sohn. Stress hat sie immer. Wie knapp das Geld für die beiden sogar beim Essen ist, das erfahre ich später. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ich mache mich jetzt erstmal auf zum Bau. Da bin ich zum Fliesenlegen verabredet. Ja. Trotz der guten Auftragslage ist es auch für einige Handwerker schwierig, über die Runden zu kommen. Wie für Hashim Nakis und seine Kollegen. Ich glaube, den Handwerkern geht es immer im selbstständigen Bereich geht's gut, ne? Weil sie halt viele Aufträge auch schwarz über Mundpropaganda, Mundaufträge bekommen. Hallo. Ich weiß noch, was es für ein Krampf war, einen Elektriker aufzutreiben. Tobi? Das sind Pino, Hashim und Mauri. Mauri? Ehrenbruder Mauri? Ich bin ein bisschen verwirrt. Eigentlich macht ihr doch hauptsächlich Fliesen legen, oder? Genau. Aber? Heute ist Maternity gekommen. Und deswegen muss ich meinen Arbeitskollegen helfen. Aber für mich macht Fliesen mehr Spaß. Okay. Weil das ist meine Hauptberuf. Ich habe meine Ausbildung gemacht als Fliesenleger. Bin seit 15 Jahren dabei. Aber immer wieder muss er auch andere Sachen machen. Tapezieren oder streichen zum Beispiel. Also Kollege Maurer hat gerade Kurzarbeit, weil die alle nicht mehr weiterbauen wollen. Der Pfister, erstmal geiler Name, Bruder, wegen Materialkosten oder ist dann vom Bauträger irgendwie das Geld knapp geworden oder so? Das ist ja auch trotzdem kein Normalfall, also kein Regelfall, oder? Das ist gut oder nicht? Aber jetzt muss ich ja nachtunken, oder? Wir tun das noch kurz. Ja. Ja. Passiert, ne? Okay, alles klar. Passiert. Schön geschmeidig draufschmieren. Ja, schon. Ja, du machst es mit mehr Gefühl. Ja? Musst mit Liebe machen. Mit Liebe. Ja, das ist echt so, ja, tatsächlich. Aber sag mal, Hashim, bist du denn zufrieden mit deinem Job? Arbeiten tue ich gern, aber wenn alles teurer wird und das du dir nicht leisten kannst, irgendwann mal sagst du, ja, es macht mir nicht mehr Spaß. Mhm. Weil ich arbeite, aber irgendwie kommt nichts raus. Du musst nur deine Kosten nur zahlen, mehr kannst du nichts machen. Und irgendwann mal sagst du, stopp, für was arbeite ich? Mhm. Ja. Nur zum Unterhalt zu zahlen oder essen, trinken, mehr nicht. Also man arbeitet quasi, um zu leben, genau. Um zu überleben dann entsprechend, genau. Weil wenn nichts so Schönes mehr dabei ist. Immer wichtig, sich sowas anzuschauen, damit man noch mehr zu schätzen weiß, was man hat. Und warum denkt ihr, gibt's nicht mehr Lohn für euch? Weil die anderen Firmen bieten weniger. Und für dieses Angebot kannst du auch deine Leute nicht richtig ausbezahlen. Und woher kommt die Konkurrenz? Kommen aus Europa, aus Polen, Rumänien, Bulgarien. Und die bieten immer weniger wie unsere Firma. Und ja, die Leute arbeiten auch günstiger. Hashim und seine Kollegen erzählen mir, dass es einen enormen Konkurrenzdruck durch Firmen gibt, die aus dem Ausland kommen. Deren Leute würden oft schwarz oder alle wollen immer Qualitätsarbeit, aber sind dann nicht bereit, dafür zu bezahlen. Und dann holen sie sich Billiglohnarbeiter. Unter Mindestlohn arbeiten. Für harte körperliche Arbeit werde immer weniger gezahlt. Johannes, ich habe Muskelkater. Es ist ein halber Raum und ich habe Muskelkater. Das ist Wahnsinn. Ich bin so ein Bürotyp. Wahnsinn. Was für eine Lusche eigentlich. 3 Stunden bin ich schon hier und die merke ich auch. Aber jetzt wird es nochmal richtig anstrengend. Ich finde gut, dass du das machst. Ich will nicht schuld sein, dass die Tapete runterkommt in einem halben Jahr oder so. Wann geht's in Fortnite rein, wenn ApoReds Insolvenzantrag kommt? Glaube ich nicht. Meinst du? Ich habe das eingepinselt, ich bin mir da nicht so sicher.
Hast du noch so weitermachen? Kann ich machen. Also du streichst jetzt quasi das glatt quasi. Okay, das versuche ich doch mal. Okay. Ja? Frozen fragt, dass du in einer privilegierten Lage bist und eher wenig arbeitest oder dass du wegen der Psyche trotzdem eine richtige Arbeit hast. Ich arbeite nicht hart wie die Jungs da, also körperlich hart, aber ich arbeite meine Stunden im Stream. Das kann jeder als Arbeit sehen, wie er will. Und dann habe ich immer wirklich sehr viel Kleinscheiß außerhalb des Streams zu tun. Ne? Neben natürlich Steuern und den Mäuern, die dazugehören. Papierkram verschlingt auch immer so viel Zeit, dieses Organisatorische. Ich meine, ich habe einen Mitarbeiter, einen Cutter, der das Ganze auf YouTube macht, da wo ihr gerade vielleicht das auch das Video seht. Und dann habe ich noch meine Mods, die auch vieles im Hintergrund immer machen. Und trotzdem ist es immer so viel Zeit, die drauf geht für so Kleinigkeiten und auch immer die Erreichbarkeit. Dann hast du hier mal einen Business Call und da mal einen Business Call und da wieder eine 10-Minuten-Sprachnachricht vom Management. Weißt du, das ist immer viel Zeit, auch abhängig von den Streams. Als Content Creator arbeitest du wahrscheinlich viel mehr als so jemand aktiv und dann auch immer voll viel passiv. Ne? Das sind so viele Kleinigkeiten, Digga. Das kannst du jetzt als Arbeit sehen oder nicht. Ich schaue auf YouTube, hey, welches Video könnte ich anschauen als nächstes Reaction? Ich suche nach neuen Kanälen, die und die Videos speichere ich, dann wieder auf dem Let's Play-Kanal irgendwelche Thumbnails hochladen oder Folgen benennen. Ne, das ist auch immer alles so viel Zeit. Heute vorm Stream, ich hatte eine Kooperation heute mit Gotham Knights, Bot-Command einrichten, Panel davor einrichten, irgendwelche Panels tauschen. Bruder, das verschlingt auch immer alles so viel. Das ist im Endeffekt auch Arbeitszeit, ne? Aber ich würde dir absolut trotzdem zustimmen, ich bin in einer mega privilegierten Lage und das weiß ich auch immer zu schätzen, da bin ich auch immer dankbar, das wisst ihr, glaube ich, auch als Zuschauer. Ich kann hier mein Traum-Hobby habe ich zum Beruf gemacht, Streamer, ne, also zocken mit den Mocken, geile Banger-Games durchzocken und die Leute sind am Start, supporten, es könnte nicht besser sein. Und mir ist auch immer ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen, lieber Chat, wenn ihr gerade das Geld, bei euch das Geld knapp ist, dann haut keinen Sub raus, haut keine Sub-Bombs raus, haut auch keine Donations raus. Ich kann auch sehr gut vom Stream leben, ohne einen einzigen Sub, ohne eine Bits-Bombe, ohne eine Donation. Alleine von den Partnern und den YouTube-Money kann ich schon gut leben. Deshalb, jeder Sub ist immer ein Bonus. Das sage ich hier nochmal, die Zeiten sind sehr hart. Ne? Die Stromkosten sind geisteskrank auch. Bei mir wurde bei beiden Wohnungen das hochgesetzt. Und wir alle können uns freuen, gerade die, wo gar nicht wissen, woher sie das Geld jetzt schon herkriegen sollen. 2025 kommt ja die Grundsteuerreform. Das heißt, unsere Vermieter, ich bin ja auch Mieter, unsere Vermieter müssen dann mehr Grundsteuer bezahlen und die dürfen und werden das 1:1 auf den Mieter umlegen. Das heißt, 2025 werden wir alle noch mehr zu der sowieso erhöhten Miete jedes Jahr, werden noch mehr Miete zahlen. Da bin ich mal wirklich gespannt. Daran werden Existenzen zerbrechen, weil der Staat halt wieder mehr Kohle machen will, beziehungsweise das Geld irgendwie von der Corona-Krise wieder reinhaben will. Finde ich überhaupt gar nicht geil. Ja, das wird wirklich, das wird Waller-Krise, ne? Ganz klar. Tommy, das war schon schön. Echt? Muss ich sagen, ja. Das ist das erste Mal. Und schon auf dem richtigen Weg. Ich streichel das hier richtig sanft, du. Mit viel. Und ich möchte noch trotzdem dazu sagen, Chat, Streamer oder selbstständig zu sein als Content Creator, vielleicht ist das für viele von euch da draußen erstrebenswert, aber nur die Größten, die ganz oben, wenn ihr so wollt, die Erfolgreichen, die können ja sehr gut davon leben oder verdienen sogar deutlich mehr, als sie zum Leben brauchen. Aber was ist denn mit den anderen alle? Da gibt es auch so viele Streamer, die leben von der Hand in den Mund und haben genau den Druck, wie ihr auch, weil sie nicht wissen, ob sie die nächste Miete zahlen können. Oder wenn irgendwas kaputt geht, Waschmaschine, können sie es auch nicht mehr bezahlen. Und das ist sogar, glaube ich, noch schlimmer, als wenn du in einem festen Anstellungsverhältnis bist. Weil da weißt du wenigstens, hey, ich habe meine Stunden gearbeitet, ich bekomme nächsten Monat meinen Lohn, wenn der Betrieb nicht hops geht, also pleite geht. Aber davon meine ich ausgegangen. Aber als Streamer, du hast mal einen Monat, wo es nicht so gut läuft. Digga, das kann dir niemand irgendwie ausgleichen. Da musst du Rücklagen haben. Oder du bist richtig krank, musst ins Krankenhaus 2-3 Wochen oder als Beispiel, ich als Streamer habe jetzt eine Entzündung im Hals, kann gar nicht sprechen, für ein paar Wochen kann ich streamen. Das ersetzt mir niemand. Da hast du dann einen Ausfall von fast 100%. Ne? Das ist halt auch wieder das Risiko und die Kehrseite der Medaille als Selbstständiger. Und
als Streamer, beziehungsweise als Content Creator, außer du bist jetzt mega viel unterwegs, auf Reisen oder Fitness-Vlogger oder sowas, dann brauchst du trotzdem was als Ausgleich-Chat. Ich glaube, wenn man einen handwerklichen Beruf macht, dann ist man trotzdem glücklicher, ausgeglichener, auch wenn es anstrengend ist und so, geht auf den Körper, aber du hast was gemacht. Ich habe ja mal, damals war ja mein Traumjob Zimmermann, wie ihr wisst, und ich habe ja auch immer wieder Praktikums gemacht, auch in den Ferien, um mir einen kleinen Appel und ein Ei dazu zu verdienen, um meine damaligen Xbox-Spiele mir selber zu kaufen, ne? Weil meine Eltern haben mir die nicht in den Arsch gesteckt, trotz Mittelschicht. Auch sehr gut, dass ich das gemacht habe, weil ich dadurch halt einfach das Geld zu schätzen wusste, so schon damals. Wo wollte ich hinaus? Genau, ich habe dann ein Jahr Ausbildung gemacht als Zimmermann, hatte leider einen schlechten Betrieb erwischt. Deshalb hatte ich dann die Ausbildung abgebrochen. Der Job selber hat mir aber immer mega Spaß gemacht, weil mit Holz arbeiten hat einfach Laune gemacht und man hat am Ende des Tages was erschaffen, was gemacht. Du hast einfach gesehen, was habe ich getan und das hat mich persönlich erfüllt. Und so ist es hoffentlich bei den Handwerkern von euch auch so. Das habe ich als Streamer nicht so direkt. Ne? Da sieht man irgendwelche Zahlen, ne? Wie viele Views hatte man heute, wie viele Subs kam man heute rein. Und diese Zahlen machen abhängig und krank, deshalb blende ich die immer aus. Ich zeige euch mal, ich habe hier nirgendwo ein Dashboard offen. Ich weiß gar nicht, wie viele Viewer ich habe. Das ist mein Twitch-Chat, den habe ich oben. Ich sehe meine aktiven Viewer gar nicht, weil ich das nicht möchte. Ich möchte immer die beste Version meines Selbst im Stream sein, egal wie viele Viewer da sind. Aber ich habe auch wiederum eine Luxusposition. Ich habe immer ein paar Zuschauer, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich möchte immer die beste Version meines Selbst sein, egal wie viele Viewer ich gerade habe. So, ich wiederhole mich, ne? Ja. Deshalb von der Kopfsache Zahlen ausblenden, die machen nur krank. Die Rolex-Krone mit im Gesicht hat es mal gesagt, Zahlen kommen, Zahlen gehen. Und sich nicht von diesen Zahlen abhängig machen, ist das Beste, was du machen kannst. Ne? Aber ist auch wieder leicht gesagt als großer Streamer, wo immer so mäßig läuft. Ja, aber ich mache zum Beispiel viel Sport, seit einem Monat nicht. Aber ich mache viel Sport, aber bald wieder. Ich mache viel Sport als Ausgleich, weil ich viel auf dem Stuhl sitze, in meinem Office sitze, wenn ihr so wollt, streame stundenlang. Ich habe jetzt einen Monat geisteskrank durchgezogen, so viel gezockt. Und ich merke es, ne, ich schaue gleich weiter das Video, bitte stecht mich nicht ab. Ab Mittwoch wieder. Ich merke es körperlich. Mein Bauch wächst wieder. Ich fühle mich nach dem Aufstehen wieder schlaffer. Und ich merke es im Nacken hier an der Seite. Dadurch, dass ich ja auf zwei Monitoren zocke, ne, mal schaue ich hier, mal schaue ich da. Ich merke an der Seite, der Hals sagt, Bruder, du hast dich verlegen. Ich merke einfach, dem Körper fehlt die Bewegung, es fehlt der Sport, es fehlt auch dieses regelmäßig rausgehen, an der frischen Luft sein, auch wenn es nur ein Fußweg von 10 Minuten zum Fitnessstudio ist. Ne? Jetzt wirklich geisteskrank einen Monat reingestreamt, echt nicht so oft draußen gewesen, immer Essen bestellt und so. Es schlägt einfach auf die mentale Verfassung und auf die körperliche Fitness. Imagine, du machst das ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Das ist auch nicht gut. Und das ist wieder die Schattenseite als Selbstständiger, als Streamer. Ne? Du hast immer so, du hast überall Vor- und Nachteile. Klare Sache. Und man muss auf sich achten. Ne? Und ich werde auch wieder Sport machen. Ich werde wieder die Stories machen auf Instagram. Folgt mir gerne auf Instagram für die Zuschauer auf YouTube. Link ganz unten in der Videobeschreibung oder einfach auf YouTube, auf Instagram Elotrix suchen. Dann haue ich euch wieder regelmäßige Sport Gym-Stories um die Ohren. Inshallah kann ich den einen oder anderen für euch auch motivieren. So, wir schauen jetzt das Video weiter. 11 Minuten drinne. Reaction ist gefühlt schon wieder 100 Jahre. Es tut mir leid. Gefühl. Jetzt nach vorne kommen. Mit Amore. Brauchst du einen Hund? Ich weiß nicht, ob ein Hund gut wäre. Mag es der Hund, wenn ich am Tag 7, 8, 9, 10 Stunden lang keine Zeit für ihn habe, keine Aufmerksamkeit? Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube, das findet ein Hund nicht so geil. Auch wenn sie es mit Amore machen, Hashim und seine Kollegen arbeiten, um zu überleben. Dann eher eine Katze, ja. Zwei. Mr. Fluffy schreibt, ich kann dein Hund sein. Genauso wie Anita Antal. Sie hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Kylo ist auch nicht immer bei Monte. Ja, Kylo hat auch eine ehemalige Partnerin, die den Hund aufnehmen kann. Aber Bruder, wenn ich mir einen Hund hole, dann habe ich dafür zu sorgen. Hey, grüß dich, Tobi. Hi. Komm rein. Wir gehen zu mir nach Hause. Anita hat Post bekommen. Die neue Stromkostenabrechnung ist da.
Sie drückt sich ein bisschen, den Brief aufzumachen. Kann sie das bezahlen, was da auf sie zukommt? Aber nicht nur der Strom macht Sorgen. Auch die Lebensmittel sind teurer geworden. Anita muss knallhart planen, damit der Kühlschrank voll ist. Ich schreibe alles auf am Wochenende, was ich kochen werde. Mhm. Hä, habe ich gesagt, Kylo hat eine Partnerin? Monte hat eine ehemalige Partnerin, die auch Kylo, ihr wisst doch, was ich meinte, Chat. Ne, Streamer-Krankheit, man verspricht sich immer. Versprecher for the win, Schwanz im Mund. 100 Jahre nicht gesagt, den Spruch. Ihr wisst doch, was ich meine. Montes Ex, Anna, nimmt auch regelmäßig Kylo. Ich weiß nicht, wie oft die das machen. 2-3 Mal die Woche. Ne? Dadurch kann er dick reinstreamen und streamt nicht 24/7. Vorhin hat er auch wieder recht früh den Stream ausgemacht, weil Kylo war zu Besuch und er kümmert sich um sein Baby, um seinen Hund, weil er kann halt nicht 10 Stunden streamen, während Kylo da ist. Also er könnte, aber es wäre einfach nicht schön fürs Tier. Und dann geht nicht daneben, das Geld nicht rausgeworfen. Ich kaufe meistens reduzierte Waren. Ich auch. Lachs und 2,50 €. Ja. Und dann habe ich sogar ungarisches Salami gekauft und 2 € reduziert. Normalerweise kostet es 6,99 €. Freust du dich dann über so ein Schnäppchen? Ja. Ja. Und dann habe ich so Nocker oder wie heißt das, Knüppel gekauft. Das essen wir meistens mit Sokata-Schinken, das ist auch billig, 1 € irgendwas. Ja. Und dann kann ich anbraten. Hast du so im Kopf immer schon, was so ein Gericht kostet? Also du weißt jetzt hier diese schwäbischen Knöpfle, Spätzle und ein bisschen Kartenschinken, da weißt du schon, was es kostet wahrscheinlich. Ja, 3,60 € ungefähr. Ich rechne das aus, ich schreibe auf und trotzdem, wenn das zum Angebot kommt und gibt irgendwas noch Billigeres, dann schmeiße ich mein Plan weg und ich nehme die billigere. Es gab, dass ich 18 € bezahlt habe am Wochenende und wir können eine Woche davon essen. Einfach voll der Plan. Rund ums Kochen. Wahnsinn, die Frau. Eine Woche. Wow. Ja. Da Nudel, einmal mit Mohn, einmal mit Bratensauce, einmal mit Käse. Puh, dann ist schon 3 Tage weg. Und dann Linsen, also wenn von Knöpfle übrig bleibt, ne, dann habe ich immer Linsen zu Hause. Gibt es dann Linsen mit Spätzle? Linsen mit Spätzle. Nee. Schwäbischer geht es gar nicht. Tatsächlich. Ist auch ungarisch. Echt? Ja. Linsen mit Spätzle. Ohne Spätzle, aber Linsen mit Wurst. Obwohl Anita 2 Jobs hat, muss sie jeden Cent umdrehen. Das ist belastend. Und jetzt wartet auch noch die Stromrechnung auf sie. 2 Jobs. Hast du Angst vor so Rechnungen? 2 Kinder. Ich habe damit gerechnet, nee, weil alles ist teurer geworden, aber ich weiß es nicht, wie viel teurer geworden. Das heißt, was erwartest du jetzt da? Dass das nicht so viel wird, dass ich umfalle. So, soll ich jetzt aufmachen? Mach es. Wenn ich umfalle, du kannst wiederbeleben, oder? Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe aber ansonsten auch noch auf alles hinter der Kamera. Kannst du wiederbeleben? Geht's? Hey, 500 €. Muss man mehr arbeiten. Was ist denn der Inhalt? Also was steht denn drin in deiner Rechnung? 30% höher geworden. Bis jetzt habe ich 140 bezahlt. Es wurde auf 193 erhöht. Im Monat? Stromabschlag im Monat? Monatlich, ja. Digga, Strom war immer so billig. 50 € mehr. Ja. Was bedeutet das für dich? Mehr arbeiten. Noch mehr arbeiten, um die laufenden Kosten zu bezahlen. Wie viel 50 € für Anita tatsächlich sind, das wird mir klar, als wir gemeinsam Kassensturz machen. Anita bekommt 1.278 € netto plus 355 € Kinder- und Familiengeld. Macht 1.633 €. Sie bezahlt 1.127 € für Miete, Strom, Internet, Handy und Versicherungen. 188 € für Kredite für Auto und Waschmaschine. 64 €. Digga, sie musste eine Waschmaschine auf Kredit kaufen. Alter, Bruder, mir bleibt gerade wirklich die scharfe Pizza am Hals stecken. Euro für das Schülermonatsticket und das Schulessen. Frage, Chat, ist das normal? 64 € Monatsticket und Schulessen? Chat, ich kenne mich da nicht aus und ich will jetzt hier keine Scheiße labern. Aber warum bezahlt das nicht der Staat? Das Kind kommt zur Schule, also das Kind muss zur Schule, hat Schulpflicht. Warum bezahlt es nicht der Staat, Chat? Oder? Warum zahlt nicht der Staat das verdammte Nuttenticket? Fallen, ne? Bei ihr, sie muss jeden Euro umdrehen, 64 € mehr. Das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut. Das muss der Staat zahlen, finde ich. Das muss irgendwie im
mit Kindergeld mit drin sein oder so. Das kann es ja nicht sein. Digga, was mir manche hier reinschreiben, ich bezahle 102 für einen Monat. Digga, überleg mal, ein Huni. Das ist viel zu viel Geld, Mann. Essen. Wir bleiben also 254 Euro für Lebensmittel, viel Klamotten und alles andere. Da bleibt wirklich kein Spielraum. Sie darf nicht krank werden und nichts darf kaputt gehen. Mhm. Was für ein Druck. Mhm. Anitas Situation bewegt mich und Kameramann Johannes noch am nächsten Morgen. Ich fand, das war, glaube ich, eine der stärksten Wahnsinn. Personen, die ich weiß nicht, jemals oder in letzter Zeit, ich kann mich nicht erinnern, kennengelernt habe. Ja. Die hat so eine Stärke ausgestrahlt. Ja, also Hut ab. So eine nette Frau, so wie sie auch gesagt haben, strahlt so eine Stärke aus und die tut auch nicht in ihrer Situation rumweinen oder meckern oder so. Wahnsinn. Und das meinte ich, Chat. Und sie kann sich keinen Urlaub im Jahr leisten. Und wenn irgendwann mal die Waschmaschine kaputt geht oder der Trockner oder weiß der Geier was, wahrscheinlich Trockner hat sie nicht mal, ne? Sie tut Luft trocknen, dann muss sie einen Kredit aufnehmen, um sich eine neue Waschmaschine zu kaufen. Ne? Die aktuelle hat sie ja auch auf Pump gekauft. Und das kann es nicht sein, finde ich. Das kann es wirklich nicht. Ab auf jeden Fall. Ne? Also richtig krass, wo ich mir das vorstelle, in dieser Situation zu sein und dann nicht zu resignieren und sich nicht hängen zu lassen. Das macht sie wirklich gar nicht. Sie lässt sich nicht hängen und sie powert da durch. Und sie sagt auch, sie hat jetzt 50 Euro mehr Kosten durch Strom und muss automatisch 50 Euro mehr verdienen. Das ist für sie vollkommen klar. Andere Menschen können das ja abpuffern durch ihr Einkommen. Einfach sagen, ja okay, dann habe ich 50 Euro weniger für Konsum. Das stimmt. Das gibt es bei ihr nicht so. Und sie macht da aber auch jetzt kein Drama draus sozusagen. Für sie ist das einfach klar, macht sie halt. Ne? Das große Wort ist also Ungerechtigkeit. Ja. Und ich habe mich gefragt, was bin ich ihr jetzt eigentlich schuldig? Also ich bin ihr, glaube ich, schuldig, mich nicht zu beschweren. Auf gar keinen Fall. Einem bewusst zu machen, dass es einem einfach gut geht. Weil wir nörgeln alle. Zugegeben, auch ich manchmal. Millionen Menschen haben wirklich Probleme, mit ihrem Lohn auszukommen. Wie kann es sein, dass heute so viele Menschen trotz Arbeit arm sind, wie Anita und Hashim? Denn das war nicht immer so. Rückblick 2005. Der damalige Kanzler Gerhard Schröder hat ein riesiges Problem. Die Arbeitslosenquote liegt bei 13%. Mit den Hartz-Reformen will Schröder wieder mehr Menschen in Lohnarbeit bringen. Egal zu welchen Konditionen. Das Motto? Jeder Job ist besser als kein Job. Die Arbeitslosenquote sinkt, aber der Druck, schlecht bezahlte Jobs anzunehmen, steigt. Deutschland wird zum Niedriglohnland. Na, Chat, Arbeitslose sind nicht gut für den Staat, weil Arbeitslose kosten dem Staat Geld. Und Arbeiter, auch wenn sie so wenig verdienen, wie nur irgendwie, ne? Tun sie trotzdem Steuern. Fast nirgendwo in Europa müssen so viele Menschen zu so niedrigen Löhnen arbeiten. Noch heute ist fast jeder fünfte Vollzeit zum Niedriglohnland. Habt ihr Deutschland jemals als Niedriglohnland wahrgenommen? Da sagt man immer, Deutschland geht's gut und ja, Deutschland ist reich. Ja, wer ist denn reich in Deutschland? Wer ist denn reich in Deutschland? Die ganz oben und der Staat, weil jeder arbeitet und brav Steuern zahlt. Toll. Und die hart arbeiten, haben immer am wenigsten. Cool Story. Irgendwo in Europa müssen so viele Menschen zu so niedrigen Löhnen arbeiten. Na, großartig. Noch heute ist fast jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte in Deutschland Geringverdiener. Ganz genau 18,7%. Das heißt, er oder sie verdienen weniger als 2.284 Euro brutto pro Monat. Und davon gehen natürlich noch Steuern und Sozialabgaben ab. Da bleibt nicht mehr viel, das sagt auch Hashim. Ich bin auf dem Weg zu ihm. Er hat Feierabend und ist gerade nach Hause gekommen. Hallo. Hi, Hashim, grüß dich. Hallo, Tobi. Grüß dich. Wer bist du? Das ist die Asya. Die Asya, hallo Asya, grüß dich. Ich meine Frau Esma. Sehr schön. Danke, dass ich hier sein darf. Darf ich mal kurz? Ja, klar. Nach der Arbeit kann Hashim einmal kurz durchatmen, bevor seine Familie ihn braucht. Wie fertig bist du jetzt so um die Zeit abends, also von der Arbeit? Ich habe Knieschmerzen, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen. Und da ich auch viel Staub manchmal. Und dann ist man automatisch halt müde. Das heißt der Kaffee. Und der Kaffee pusht dich jetzt nochmal nach vorne. Genau. Und ein bisschen Milch reinmachen? Ja, ich nehme so einen Schuss Milch. Ja. Danke. Danke dir. Kein Problem. Hashim würde gerne einen anderen Job machen, erzählt er mir. Einen, der körperlich weniger anstrengend ist und bei dem er mehr verdienen kann. Doch eine Umschulung ist teuer. Zu teuer. Das kann er sich nicht leisten. Eisdealer
habe ich schon mal. Ne? Er sagt mit Zeitarbeit und so und Personalleasing. Das ist ein System, wenn ich an der Macht wäre, Bruder, klingt jetzt voll doof, aber wenn ich was zu sagen hätte, das würde ich abschaffen. Weil entweder wird eine Arbeitskraft zum Vollpreis bezahlt oder halt die arbeitet gar nicht. Fertig. Weil da bereichern sich irgendwelche Firmen an der Arbeitskraft anderer. Oder ich, wenn das irgendwie Vermittlungsagenturen und so sind, dann würde ich das stark reduzieren, was die einnehmen dürfen. Oder davon abbekommen, den Lohn. Ne? Und ich würde, wenn das möglich ist, diese europäischen Billiglöhnfirmen stark einschränken. Weil die halt dann am Ende den deutschen Markt und das deutsche, also die deutschen Arbeitsplätze kaputt machen. Ne? Klar, den Europäern, die dann arbeiten in Deutschland, für den Mindestlohn, weil das ist dann bei denen im Land noch eine Menge und die freuen sich, aber die nehmen halt einfach dann den anderen, so wie diesem Hashim, den Job weg. Oder die müssen dann nachziehen und auch extrem wenig Stundenlohn nehmen, damit sie überhaupt Aufträge bekommen. Das kann es halt auch nicht sein, finde ich. Das belastet mich jeden Tag, wenn ich das immer überdenke, jeden Tag. Wenn ich arbeiten gehe, dann sag ich, ja, für was schaffe ich dann? Komm schon nach Hause, essen, trinken, Fernseher gucken, mit deinem Kind unterhalten und dann schlafen. Was wünschst du dir für sie? Also wie soll die Zukunft aussehen für deine Kinder? Dass es leichter wird für sie, dass sie auch fast alle Sachen leisten kann. Dass sie ein besseres Leben hat halt, wie wir. Auch mit Hashim mache ich Kassensturz. Sein genaues Einkommen darf er uns nicht sagen. Aber nach Abzug von Miete und Strom bleiben Hashim noch rund 1.000 Euro. Versicherungen, Internet und Mobilfunk kosten 150 Euro. Sprachkurs und Kredite machen 450 Euro. Es bleiben ihm 400 Euro im Monat für Lebensmittel, Kleidung und alle anderen Ausgaben für die ganze Familie. Dicke Props, dass er sich Sprachkurse kauft, um unsere Sprache oder vielleicht auch andere Sprachen zu lernen, sollte auch in meinen Augen subventioniert werden vom Staat. Die Leute, die in Deutschland einwandern, sollten das auch bezahlt bekommen, beziehungsweise es sollte Pflicht sein, dass sie unsere Sprache 1:1 gut können, weil erst dann kannst du jeden Beruf vernünftig ausüben. Und so wie auch die Putzfrau vorhin meinte, Kunden sind extrem unfreundlich zu ihr und wenn sie der deutschen Sprache nicht mächtig wäre, könnte sie sich nicht mal zur Wehr setzen. Du bist einfach unterlegen, wenn du nicht mal die Sprache in dem Land kannst, in dem du arbeitest. Du bist einfach in 3 Monaten kommt ihr zweites Kind. Und automatisch sehen die Menschen auf dich herab, weil du kannst dich ja nicht mal artikulieren. Ne? Das bedeutet noch mehr Kosten. Und auch die steigenden Mieten machen Hashim Sorgen. Muss man auch irgendwann mal sagen, Mieten, stopp. Wie sollen die Leute das leisten? Mhm. Wie es vorhin geht, jedes Jahr Miete hoch. Aber Lohn bleibt gleich. Gerne würde Hashim seiner Familie ja, und 2025 kracht richtig. Mehr bieten. Er hofft, dass er sich eine Fortbildung oder Umschulung leisten kann, wenn die Kinder etwas größer sind und seine Frau wieder arbeitet. Vielen Dank, dass ich da sein durfte bei euch. Ciao. Oh, Hasi. Macht's gut. Ciao. Ciao. Sehr nette Familie. Die Sorgen, die sich Hashim macht, können Johannes und ich nachvollziehen. Ich finde, was sich bei Hashim ziemlich gut zeigt, ist, dass du als Arbeiter oder als Handwerker einfach kaum eine 4-köpfige Familie ernähren kannst. Mhm. Also Alleinverdiener, das funktioniert einfach so nicht mehr. Nee. Und ich habe das Gefühl, früher ging das noch. Also mein Vater, auch Arbeiter, hat wirklich zwei Jahrzehnte einfach alleine verdient. Mhm. Meine Mutter hat ab meiner Geburt nicht mehr gearbeitet und dann ihre Mutter, also meine Oma, gepflegt. Wir hatten also ein Einkommen und es hat funktioniert. Weil man könnte jetzt auch bei Hashim sagen, dann sollte die Frau halt arbeiten gehen, aber stellt sich auch die Frage, wie viel bleibt da dann übrig, weil dann muss das Kind in die Kita oder beide. Das ist ja und er hat ja erzählt, teuer. Wie teuer die Kita-Gebühren sind dort unten. Das ist ja total crazy. Ja. Das können sich nur Alleinverdiener mit einem hohen Einkommen leisten. Aber als Geringverdiener alleine eine ganze Familie zu ernähren, so wie Hashim das macht, ist kaum möglich. Dachte ich mir schon, aber ich hab den jetzt gar nicht. Und ich finde es auch ziemlich ungerecht. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Mein Vater hat auch, als wir ganz klein waren, den Haushalt alleine geschmissen. Mein Vater war sehr guter Verdiener als Pipeliner in einer guten Firma, wo er sich hochgearbeitet hat. Wir hatten auch ein recht großes Haus und so, klar auf Kredit und so. Und als wir dann so alt waren, dass wir in den Kindergarten sind und dann zur Schule, hat meine Mom auch wieder halbtags angefangen zu arbeiten. Also meine Eltern sind auch Arbeitsmaschinen immer gewesen. Wenn ein Teil nur arbeitet, um zu überleben,
wenn sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet. In Berlin treffe ich eine, die es wissen muss. Julia Friedrichs ist Buchautorin und Filmemacherin. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Wir sind an der Pommesbude verabredet. So, was willst du eigentlich drauf? Willst du Ketchup? Klecks Mayo. Eine Pommes bitte mit einem Klecks Mayo. Ich nehme ja schon mal direkt eine Pommes raus. Ja, die ist noch hot. Ich finde übrigens schön, dass es ein Klecks Mayo ist, ne? Was macht das mit der Gesellschaft, wenn Leute jeden Tag hart arbeiten, aber nicht nach oben kommen können? Die Gesellschaft ist starrer geworden. Aus Arbeit allein heraus aufzusteigen, da haben die Menschen ganz, ganz recht, gelingt leider sehr selten. Man kann sich Immobilien nicht mehr leisten, man kann keine Rücklagen machen. Die meisten Menschen in diesem Land haben kein Vermögen, kein Puffer, keine Reserven. Die leben von der Hand in den Mund, von Monat zu Monat. Das macht frustriert. Und zu Recht sind viele dieser Menschen wütend und kapitulieren vielleicht auch. Die Situation hat sich heute ganz schön verschärft. Für die Nachkriegsgeneration waren die Bedingungen noch anders. Wer sich damals anstrengte und hart arbeitete, erreichte einen bescheidenen Wohlstand. Urlaub mit der ganzen Familie, eine ausreichend große Wohnung mit bezahlbarer Miete und man musste nicht jeden Pfennig umdrehen. Das sieht heute anders aus. Obwohl die Wirtschaft wächst und es immer mehr Geld zu verteilen gibt, profitieren davon aber vor allem die Gutverdiener. Wer ein niedriges Einkommen hat, geht leer aus und hat kaum eine Chance, voranzukommen. Vom wirtschaftlichen Aufschwung profitieren heute also nur wenige. Einer von euch hat gerade auch was sehr Gutes in den Chat geschrieben. Ist auch ein Teufelskreislauf, hat er geschrieben. Weniger Geld gleich weniger Bildung gleich wieder weniger Geld, auch für die Kinder. Völlig richtig. Und deshalb muss sowas wie Sprachkurse und das Ticket zur Schule bezahlt werden, dass das Kind zur Schule kann und Deutsch lernen kann. Ne? Und dann gute Noten schreiben kann, eine gute Ausbildung machen kann. Ganz klar. Aber das bedeutet ja auch, dass die Gesellschaft dann auseinanderdriftet. Also das heißt, die einen verstehen auch die Probleme der anderen nicht mehr so. Das steht ja auf dem Spiel, oder? Für mich ist die zentrale Kluft eben die Frage, wer muss allein aus Arbeit heraus sein Leben gestalten? Wer kann auf Vermögen zurückgreifen? Genauso wie wir ein Land sind, in dem der mittlere Mensch relativ wenig hat, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, sind wir auch ein Land, in dem das obere Viertel und dann auch letzten Endes ganz oben unfassbar reich ist. Und der Reichtum, der ist aber, liegt in Vermögen, das heißt, das sind Immobilien, das sind Firmenanteile, das ist Geld, was auch ein bisschen für sich selber arbeitet. Kapital, das sich quasi automatisch vermehrt. Davon kann Anita Antal nur träumen. Bei ihr zu Hause in Kornwestheim sind wir mit ihrer Tochter Dorka zum Skypen verabredet. Und da möchte ich auch wieder sagen, Chat, da habe ich mit vielen Kollegen und so schon drüber gelabert. Die Lösung, die dann der normal Arbeitende schreit, ist ja, mehr Steuern für die Gutverdiener. Ich verstehe den Ansatz, aber wenn die Steuern und die Mäuern da noch mehr reinkicken, weißt du, was die Leute damit richtig Geld, mit richtig, richtig Geld machen? Da rede ich über mehrere Millionen im Monat. Digga, die sehen das da nicht ein. Die tun dann einfach das Geld auslagern. Die kaufen sich einfach Immobilien in anderen Ländern, melden da den Hauptwohnsitz an oder gründen irgendwelche, was weiß ich, was da alles gibt, GmbHs, Holdings, dass das Geld in dem Land bleibt und versteuert wird. Und dann haben wir am Ende des Tages gar nichts davon. Nämlich, die haben das Geld hier erwirtschaftet, also das Grundvermögen, und investieren es dann im Ausland und zahlen da auf die Investitionen, die sich vermehren, das Geld, was dann sich vermehrt, zahlen da die Steuern. Und davon haben wir, die deutschen Bürger, gar nichts mehr. Also das ist auch nicht die Lösung. Die Leute, die schon so viel, die am meisten haben, noch mehr zu besteuern, weil die verpissen sich dann einfach, weil die können es, Digga. Ne? Aber der normal arbeitende sie, Bruder, sie kann nicht einfach das Land verlassen, sich einfach mal eben woanders einen Job suchen und da ein neues Leben aufbauen. Das hat sie schon mal gemacht vor 8 Jahren und da habe ich den absolut vollsten Respekt vor. Ne? Dorka studiert Medizin. Damit das geht, jobbt sie im Supermarkt. Sie muss sich ihr Studium selbst finanzieren. Wie geht's? Geht's dir gut? Du bist heute schön. Redet ihr öfter miteinander hier? So mit also sie zu erreichen ist ganz schwer. Ne? Wie war das so? Weil Anita hat vorhin erzählt, Arbeit war halt immer ihr Leben. War sie quasi immer für dich da, wenn du es gebraucht hast? Ich muss sagen, manchmal war es schon so, dass ich sie gebräucht hätte und sie nicht da war. Generell, wenn ich in der Schule mal nicht so gut war, da habe ich schnell gelernt,
meine Mama kommt nach Hause und sie hat immer Stress. Und ich möchte jetzt nicht anfangen, meine Sachen noch abzupacken oder abzustellen. Und nicht nur diese Sachen, sondern auch mal, wenn man auf ein Date geht und sich vorbereitet und die Mama nicht da ist. Also das sind so die Situationen, wo ich mir denke, meine Mama würde ich jetzt schon gerne hier haben. Und ich habe zwei sehr gute Kinder, dass sie das verstanden haben. Weil eigentlich andere Kinder haben vielleicht mehr Freiraum oder mit Familie zu tun oder... Nee, also ich habe Freiraum. Sicherlich. Ja, du bist schon ein bisschen verwöhnt, ne? Bisschen. Aber sie hat auf dich sehr oft aufgepasst, als ich arbeiten musste. Wir haben immer so Bunker gebaut mit den Kissen. Dann haben wir halt immer so unter der Bettdecke heimlich Süßigkeiten gegessen und dabei so Serien geschaut auf dem Laptop. Aber, also heißt das, dass du... Ich finde es sehr gut, dass der Sohn sehr gutes Deutsch spricht. Die Mutter, habt ihr gesehen, hier und da noch ein bisschen gebrochen Deutsch, aber absolut verständlich. Aber der Sohn kann 1A Deutsch, die Tochter auch ganz wichtig und richtig chatten. Quasi so ein bisschen so auch die Ersatzmama warst. Also du musstest ja relativ schnell erwachsen sein, oder? Sehr schnell. Ja, schon sehr früh. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte damit keine Probleme. Sie müssten wirklich ganz früh auf den Beinen stehen. Und Gott sei Dank, sie machen alles mit. Sie sehen das selber und muss man gar nicht erklären. Sogar ich musste mich entschuldigen bei meinen Kindern, dass ich nicht mehr kann oder nicht alles geben kann. Und ich bin sehr dankbar. Wobei ich sagen muss, also Mama hat sich oft entschuldigt, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie nicht so für uns da war. Und ich einfach nur sagen, hey Mama, du bist so eine super Frau. Du bist von Ungarn, du hast deine Sachen gepackt, ist in ein anderes Land gegangen mit zwei Kindern und eins davon war ein Baby. Hat ein neues Leben angefangen, ganz alleine, weil ich war noch nicht alt genug, um da wirklich aktiv helfen zu können. Und ich sage immer, ohne diese Opferung wäre das nicht möglich gewesen. Ich arbeite eigentlich immer nur daran, dass ich das irgendwann zurückgeben kann. Wow. Weil Mama hat auch ihre Wünsche. Und wenn sie jetzt langsam versucht, unsere Wünsche uns zu geben, dann möchte ich das auch irgendwann mal. Dann sagt sie so Sachen wie, ich würde so gerne ein Haus am Wald haben oder im Wald oder so ein Holzhaus. Und das habe ich mir so eingeprägt, dass ich ihr irgendwann gesagt habe, hey, irgendwann bräuchte ich dieses Haus. Wald. Schön, dass du übrigens fast weinst. Also du, ich bin kurz. Was für eine Erziehung auch. Ich hoffe, die Tochter kann ihr irgendwann 5 Häuser bauen. Kurz davor, ich kämpfe gerade übrigens schon, weil ich das so ergreifend finde. Wir hatten so viel zum Thema Geld. Aber das, was ihr gerade erlebt, das ist halt geldlos. Das kann man einfach nur fühlen, glaube ich. Ne? Ja. Also dann, wir müssen uns verabschieden. Ja. Wir haben dich lieb. Tschüssi. Tschüssi. Anita hat sich eine unglaublich tolle Familie aufgebaut. Und das richtig. Bei all den Problemen. Gibt es eine Chance, dass Menschen wie Anita besser bezahlt werden? In Reutlingen bin ich mit Susanne Witzger-Lavan verabredet. Verdammt, sie hat lange als Erzieherin gearbeitet und dafür gekämpft, dass ihr Berufsstand nicht mehr zu den Geringverdienern zählt, sondern mittlerweile ordentlich bezahlt wird. Ich will wissen, wie sie das geschafft hat. Ja? Hallo, Tobias Koch vom SWR. Ja, hallo. Dürfen wir rein? Danke. Jetzt aber. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Mach mal so. Genau. Tobias Koch. Sie gekommen sind. Dankeschön. Schuhe aus an. Susanne ist mittlerweile in Rente. Heute liegt das Einstiegsgehalt von Erzieherinnen bei 3.216 Euro. Als sie 1976 anfing zu arbeiten, verdiente man in ihrem Beruf deutlich weniger. Auch diese, wo ich mir überlegt habe, ich muss ausziehen aus dem Elternhaus, kann ich mir überhaupt eine Wohnung leisten oder geschweige, als ein Auto war schon. Mindestlohn wurde ja erhöht. Ich habe auch jemanden auf 450 Euro Basis angestellt und die Person kriegt jetzt auch seit, glaube ich, 1 oder 2 Monaten kriegt sie mehr Geld. Wurde erhöht auf 520. Aber ich sag dir, wie es ist, Bruder, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja, Mindestlohn wurde erhöht, Bruder, die Mieten steigen mehr und die Preise, also überall alles steigt. Weißt du, wenn ein Faktor steigen würde, die Miete, und dafür steigt der Mindestlohn, okay, das würde sich vielleicht irgendwo ausgleichen, aber es steigen die Preise im Supermarkt, es steigen die Preise überall, Sprit, ne? Strom, gerade Strom, da wo es halt, da, jeder braucht Strom, Digga, jeder braucht Wasser, jeder braucht die Fahrkarte, um irgendwo hinzukommen. Und das alles zusammen, da müsste der Mindestlohn, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal so schnell steigen. Gar nicht. Wurde schon gar nicht in Frage gestellt.
Was glaubst du denn, warum war der Lohn damals so gering? Weil die Gesellschaft dann auch gedacht hat, der Mann ist der Hauptverdiener und die Frau halt so ein bisschen nebendran und da braucht man nicht so drauf achten. Susanne schloss sich als eine der ersten Frauen der Gewerkschaft an. Das war damals eher ungewöhnlich. Gute Leute, gute Arbeit, gutes Geld. Genau, das ist ein Grundsatz. Ja. Ihr Mann Christian und sie wollen mich mitnehmen auf die 1. Mai-Demo. Für die beiden immer noch eine Pflichtveranstaltung. Sehen wir uns an, oder? Ja. Was habt ihr denn für eine Größe hier? XXL sind die. Dann los geht's. Los geht's. Auf in den Kampf, sozusagen. Auf in den Kampf. Sieht auch direkt nach Arbeit aus, finde ich übrigens. Gell? Also ein bisschen wie beim Flughafen, der Einweiser vom Flugzeug oder der Security. Ich fühle mich gleich so, als hätte ich was geschafft jetzt. Das erste Mal in meinem Leben tatsächlich. Auch als Rentnerin geht Susanne Witzka-Lavan auf die Straße. Das ist nicht nur Nostalgie, sie will auch ein Vorbild sein für die Jungen. Und das ist auch was Wichtiges. Solidarität gehört, glaube ich, heute auch in die Gesellschaft, dass man gemeinsam hinsteht. Die gehört immer in die Gesellschaft. So ist es. Vielleicht heute mehr denn je. Lehrerin auch. Ich auch unter der Bühne. Unter der Bühne. Hallo. Das hat er mir gesagt. Kommen. Genau. Hallo. Die alten Kämpferinnen. Ihre Mitstreiterinnen. Sie sind noch nicht im Ruhestand, arbeiten alle noch als Erzieherinnen und engagieren sich ganz selbstverständlich für Arbeitnehmerrechte. Ich frage mich, warum seid ihr heute hier? Also was wollt ihr erreichen heute? 1. Mai ist Uso, da geht man hin als Erzieherin oder auch als andere Arbeitnehmerin, das ist ganz klar. Okay. Und als Gewerkschaftsmitglied einfach Pflicht. Ja, Pflicht. Forderungen auf die Straße tragen, über die diskutieren. Das ist wichtig. Und Streik ist was ganz Normales. Das ist im Grundgesetz verankert, also ist nichts Außergewöhnliches. Das gehört zum Grundrecht. Mit Streiks und Demonstrationen haben sie ihr großes Ziel erreicht. Ich bin beeindruckt, mit wie viel Mut und Ausdauer Susanne und ihre Kolleginnen für einen gerechten Lohn gekämpft haben. Also ich weiß ja, bei den ersten Streikrunden, was mussten wir im Team kämpfen, um die Leute zu motivieren, dass sie mit uns auf die Straße gehen. Viele hätten sie damals belächelt, erzählt mir Susanne. Und die meisten Erzieherinnen haben sich auch gar nicht getraut zu streiken. Denn immer, wenn der Kindergarten dicht war, bekamen sie die Wut der Eltern zu spüren. Doch 2005 hatten die Erzieherinnen die Nase gestrichen voll. Immer weniger Betreuerinnen für immer mehr Kinder und dazu noch ein schlechtes Gehalt. Zum ersten Mal streikten sie flächendeckend für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Zunächst hat das nicht so viel gebracht. 4 Jahre später legten sie dann unbefristet die Arbeit nieder. Für einen ganzen Monat. Boah. In den Folgejahren gingen immer mehr Erzieherinnen auf die Straße. 2015 etwa gab es große Demos. Und auch in diesem Jahr hat sich der Einsatz auf der Straße bezahlt gemacht. Am Einstiegsgehalt einer Erzieherin wird der Erfolg des Arbeitskampfs deutlich. Waren es 2005 noch 1.960 Euro brutto, sind es ab Juli 2022 3.216 Euro. 64% mehr als noch vor 17 Jahren. Ich merke, wie stolz Susanne ist, dass sie und ihre Kolleginnen das geschafft haben. Aber ganz zufrieden ist sie immer noch nicht. Ich meine, die Erzieherinnen, Chat, passen auf unsere Kinder auf, während wir, vielleicht ohne sie, in den Urlaub fahren oder während wir arbeiten sind. Die sind auch extrem wichtig. Und die heißen ja nicht nur Erzieherin, weil sie auf deine Kinder aufpassen, sondern die tragen ja, die sind dann, ich weiß nicht, wie lange man in so einer Kita ist, wahrscheinlich je nachdem, wie viele Stunden man auf der Arbeit ist, ne? Oder halt was zu erledigen hat oder auch mal kinderfreie Zeit haben möchte, wie auch immer, ne? Also ich sage jetzt mal 4 bis 8 Stunden oder so am Tag. Die tun ja dann auch extrem viel Zeit mit deinem Kind verbringen und das ist ja sehr wichtig. Die tun ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dein Kind auch miterziehen, die Jugend prägen, ne? Werte vermitteln. Aber deshalb sind die extrem wichtig. Ich denke trotzdem, je mehr wir auf die Straße gehen, umso mehr können wir verändern. Und zu Hause zu bleiben, nützt nichts. Okay, es geht also. Mehr Gehalt bekommen, obwohl es vorher hieß, das klappt nicht. Bei den Erzieherinnen hat das mit Streiks funktioniert. Aber ich frage mich, wie soll das bei den vielen kleinen Branchen gehen? Zumal sich heute immer weniger Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft organisieren, um als Berufsgruppe Druck zu machen.
Welche Möglichkeiten gibt es noch, um am Ende mehr in der Tasche zu haben? In Berlin gibt es eine Gruppe von Fahrradkurieren, die sich ein Modell überlegt haben, mit dem sie mehr Lohn als andere in der Branche verdienen wollen. Dana Shanti vom Kurierkollektiv Cora will mir erklären, wie das für sie funktionieren soll. Kommst du angeradelt? Hi, Dana, grüß dich. Tobi. Hi, Tobi. Moin. Wollen wir uns hinsetzen? Ja. Sehr schön. Dana kommt gerade von ihrer ersten Tour. Sie arbeitet als Fahrradkurierin. Die Branche ist in der Regel bekannt für niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen. Dana und ihre Kollegen wollen das ändern. Gemeinsam warten wir auf ihren nächsten Auftrag. Solche Jobs auch ganz wichtig. Trinken. So, Dana, beim Rucksackvergleich hätte ich direkt verloren. Ich glaube, ausliefern könnte ich damit vielleicht eine Suppe, ne? Was geht da rein? Also, kommt auf die Größe der Bestellung an, aber so irgendwas zwischen 1 und 4 Bestellungen gleichzeitig. Aber es kommt drauf an. Suppen sind schwierig und Pizza auch. Dana fährt als Selbstständige im Kollektiv Cora. Sie sagt, das biete bessere Arbeitsbedingungen. Für die Kunden ist das allerdings teurer. Warum macht ihr das? Ich glaube, das eine hat schon damit zu tun, dass wenn man für eine große Firma arbeitet, man in die Taschen von jemand anders arbeitet. Das heißt, wenn man selber was aufbaut, ist die Chance, dass es bei einem bleibt, eine andere. Das Geld, das bei Cora erwirtschaftet wird, bleibt im Kollektiv und wird dann verteilt. Alle verdienen gleich viel. Das finde ich spannend. Eigentlich will ich noch mehr wissen, doch dann kommt Danas nächster Auftrag. Oh, ist ein Auftrag. Kommst du mit oder was? Ich komm mit, natürlich. Okay. Ist ein Shorty. Ist ein Shorty? Ist das der Fachbegriff dafür? Ja. Ja, dann lass uns ein Shorty machen. Ich folge dir, weil ich nicht weiß, wo das eine oder das andere ist. Ready? Jawohl. Ich fahr dir einfach hinterher. Wir biegen jetzt links ab. Ein guter Ansatz, um gleich zu verteilen. Ich glaube, du hast das nicht verstanden, Digga. Die tun das nicht, sich selber in die Tasche stecken. Also da ist nicht irgendwo ein Chef, dem die Firma gehört, der das meiste vom Geld einsackt, sondern das wird gleichmäßig verteilt, auch unter den Mitarbeitern, die das alles koordinieren und den Leuten, die die richtige harte Arbeit machen, nämlich das Essen ausliefern, so wie ich das verstanden habe. Bitte hör zu. Na, ich fahre mal hier noch vorsichtig bei Bürgersteig und Menschen. Und Hunde. Essen abholen und ab zum Kunden. Zack, 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 ne? Zack, zack, schnell. Wir wollen ja, dass das Essen sicher und warm ankommt. Doppelt verpackt? Ja, Thermotasche. Reißt was los, richtige Tasche, zack. Und ab geht die Post. Fahr dir einfach hinterher, schnell, wie ich kann. So schnell du kannst. Ja. Hier, also ich muss kurz gucken. Die Adresse ist 14, hier. Okay. Hi, Cora, Essen. Cora kann ich aber vorher auch. So. Dankeschön. Das ist eine Höflichkeit. Ja, Harry, aber mehr wie in den normalen. Geschafft. Ne? Aber jetzt heißt es erstmal wieder warten auf den nächsten Auftrag. Zeit, um Danas Kollegen kennenzulernen. Sie treffen sich in der auftragsfreien Zeit. Auch um über wichtige Entscheidungen im Kollektiv zu diskutieren. Der Sommer steht an. Eine Zeit, in der erfahrungsgemäß weniger bestellt wird. Ab einer bestimmten Menge von Bestellungen können wir davon gut leben. Und wenn ein Kurier 3 Bestellungen pro Stunde hat, dann macht's Sinn. Also jetzt irgendwie der Sommer, der wird hart. So. Wir haben halt keine Millionen Euro irgendwie an irgendwie Investment hinten drin, mit denen wir irgendwie riesen Werbekampagnen fahren können und so. Also habe ich das selbst auch in der Hand zu entscheiden. Heute bleibt es weiter ruhig. Noch verdienen sie kaum mehr als bei den großen Lieferdiensten. Aber zumindest seien die Arbeitsbedingungen bessere, sagen sie. Damit das so bleibt, sind sie aber auf ihre Kunden angewiesen. Das heißt ja eigentlich auch, die Verantwortung liegt bei den Leuten, die bestellen. Also die können sich ja entscheiden. Habt ihr das jetzt verstanden, Chat? Sind die drei jetzt die Gründer oder sind die einfach ganz normal angestellt? Auch manchmal bestelle ich bei dem oder dem. Und wenn ich mich für euch entscheide,
dann sagt da ihr. Da müssen dann viel mehr mitmachen. Dann, je mehr da mitmachen, desto besser. Ja, das heißt, also ich meine es bei fast allen Sachen. Als Verbraucher sagen wir, entscheide ich bezahle vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn ich an die Idee glaube, dann bestelle ich vielleicht lieber bei dem also kleinen Lieferservice. Ja, ja, alles, was von mir größere Verantwortung kostet, ist hör meistens zu, ein bisschen teurer und ja, stimmt, kostet recht. Mich mehr Anstrengung. Bin ich bereit, das für die Veränderung zu machen, ja oder nein? Aber finde ich eine ja. sehr geile Idee. An diesem Tag, so scheint es mir, sind nur wenige Menschen zu dieser Veränderung bereit. Bislang keine weiteren Aufträge. Aber das, was Dana sagt, könnte nicht nur für Liefer- und Paketdienste gelten, sondern für alle Bereiche, sofern ich mich als Verbraucher... An dem Abend haben sie sich hoffentlich nach Zecken abgesehen. ...Ocher so entscheide. Wenn ich bereit bin, etwas mehr zu bezahlen, können viele besser von ihrem Job leben. Sich selbstständig zu machen, ist natürlich auch ein Risiko. Denn ob Aufträge kommen und damit auch Gehalt, ist nicht garantiert. Hashim Nakis wäre das zu riskant. Er hat kein finanzielles Polster und muss eine Familie ernähren. Ich habe mich wieder mit ihm und den Jungs verabredet. Zur Mittagspause. Natürlich, ich habe so Hunger. Nächste, bitte schön. Danke schön. Alter. Jetzt kann man loslegen, ja? Jetzt kann man loslegen. Also guten Appetit. Na, guten Appetit. Guten. Aber was ist eigentlich das für eine kranke Kombi? Eine Currywurst auf dem Gyros zu machen. Ja. Crazy. Schmeckt gut. 7,50 gell, kostet euer ja. Spezialding. Genau. Kann man sich das jeden Tag leisten? Nein. Nein? Gleich im Monat zweimal, aber mehr nicht. Muss man belegtes Brötchen machen, mitnehmen. Aber jeden Tag draußen, das kannst du nicht zahlen. Ja. Das ist zu viel. Also das ist ja schon Gönnung heute, oder ja. wie? Hashim, Pino und Mauri haben Migrationshintergrund, wie viele Geringverdiener. Wir müssen halt machen, weil wir haben nicht so viel draus. Durch meine Eltern auch, die haben keine Geld. Die muss ja was machen. Als Hashims Eltern aus der Türkei hierher kamen, mussten sie auch schlecht bezahlte Jobs annehmen, um schnell Geld zu verdienen. Da fühlt man sich wie die zweite Klasse. Ich würde auch gerne einen Job machen, wo ich mehr Geld verdiene und nicht so viel. Also wie soll ich hart arbeiten? Bismarck, nee, schau es dir wie an. Ein leichterer Job und mehr Geld für Kooperation. Würdest du sagen, dass Menschen quasi, die wohlhabende das, Eltern haben, das macht es ja auch leichter keinen haben? Sinn, was hochzuladen, was da nicht die Eltern unterstützen die auch. Zum Beispiel. Wenn wir Schule machen, ich habe 3 Stunden gespielt. Keine Unterstützung. Finanziell unter die Arme greifen konnten die Eltern Hashim, Mauri und Pino nicht. Auch Anita Antal würde ihren Kindern gerne mehr bieten. Und öfter solche Ausflüge mit Gergely unternehmen wie heute. Unser Ziel, die Weinberge. Aber es kommt nicht oft vor. Also deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir jetzt rausgekommen sind und überhaupt frisches Luft geschnappt haben. In Anitas Alltag ist für solche Pausen, für Freizeit kaum Platz. Ja, das machen wir gerne. Einfach. Weil es quasi für dich eine schöne, aber auch eine günstige Beschäftigung ist, ne? Ja. Das ist die Wahrheit, ja. Mehr kann ich nicht leisten. Entweder zu Fuß, ja. zu wandern oder Fahrrad fahren. Und der Gerge, macht es dem auch Spaß? Was? Naja, Fahrradtour machen mit der Mutti. Ja, das macht Spaß. Das war ein schlechter Spruch. Soll ich auf die Seite schieben zuerst? Ich muss meins legen, ich habe nämlich keinen Fahrradständer. Wo möchtest du hinsitzen? Da in der Mitte, aber nicht sitzen, sondern guck mal, so. So. Oh, ja, Manu, ich stimme dir auch teilweise zu, weil Essenslieferant kann halt, wenn es hart auf hart kommt, mit dem Fahrrad auch jeder machen. Ne? So wie auch jeder mit dem Führerschein dich von A nach B fahren kann. Jeder kann wenn es hart auf hart kommt, putzen. Ne? Und jeder kann meinetwegen, was weiß ich, einen Container oder so ausladen. Ne? Körperlich schwere Arbeit, die simpel ist. Aber trotzdem muss der Beruf so bezahlt werden, dass die Leute nicht von der Hand in den Mund leben müssen. Ne? Weil es ist trotzdem ein Beruf, der gebraucht wird. Darum geht es ja. Die arbeiten und arbeiten und arbeiten und haben keine Rücklagen. Die können nicht mal in Urlaub, Bruder. Die hat, keine Ahnung, 20, 25 Tage im Jahr Urlaub gesetzlich vorgeschrieben und kann mit ihrem Sohn, obwohl sie 2 Jobs hat, ne, ein Vollzeit, einen Nebenjob, kann nicht einmal in Urlaub mit ihrem Kind. Das kann halt nicht sein, Bruder. Hättest du Lust,
Migrationshintergrund hin oder her? Musikinstrument zu lernen? Ich wollte mal tatsächlich Gitarre lernen. Meine Schwester hat mal eine Gitarre. Gitarrenunterricht ging wahrscheinlich finanziell nicht, ne? Nicht. Ich habe mich erkundigt und ja, mit Instrument zu leihen, hätte das 90 Euro kosten. Und das kann bei uns nicht in der Frage kosten, pro Monat natürlich. Hm. Und das, sowas können wir nicht leisten mehr. Also Flöte höchstens nicht. Aber das will er nicht lernen. Flöte hast du keinen Bock gehabt, ne? Kann ich verstehen. Ja, leider. Auch wenn zum Beispiel Ausflug gibt in der Schule und kann man mitfahren, ich bin nie dabei, weil ich es nicht leisten kann. Nee. Ja. Toll. Ja. Dann musst du jetzt erfolgreicher Musiker werden. Genau. Und rappen kannst du auch ohne Gitarre. Ja, das kann ich. Kannst du rappen? Einfach unfair. Ja, kann ich. Mach mal. Nee. Vor allem nicht hier von der Kamera, weil ich habe noch Lampenfieber. Alle ready? Der kann 1A Deutsch, der Junge. Los geht's. Wollen wir ein Rennen? Ja. Natürlich. Es hat auch vorhin jemand im Chat vorgeschlagen, ich würde ihr gerne ihre Waschmaschine abbezahlen. Ich würde ihr gerne eine NASA-Kaffeemaschine mit einem Jahresvorrat an Kaffeedingern kaufen. Und ich würde dem Sohn gerne, keine Ahnung, für ein Jahrzehnt diese Stunden im Voraus bezahlen. Wollen wir. Einfach, aber weil ich die Familie so gut habe. Hey, aber warte mal. Guck mal, wie unfair, oder? Natürlich. Wahnsinn. Warte mal. Wollen die das überhaupt, Chat? Wollen die Almosen? Ne? Und wir sind auch stolz und wollen das gar nicht. Bis zum Kurve, okay. Anita und ihre Familie habe ich richtig lieb gewonnen. Und es bedrückt mich, dass diese warum sollte er nicht gut Deutsch können? Er ist doch in Deutschland gewachsen. Mr. Bizeps, es gibt ganz viele ausländische Familien, die mit ihren Kindern zu Hause nur ihre Muttersprache reden. Und das merkst du bei den Kindern. Ne? Die haben dann in der Schule ihr bisschen Deutsch und ansonsten, das fruchtet nicht so, wie wenn du es immer redest. Gleichheit und Ungerechtigkeit oft so früh schon für die Kinder spürbar wird. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Ich bin dankbar, dass mir so viele Menschen einen tiefen Einblick in ihr Leben gegeben haben. Ich hatte irgendwie auch ein schlechtes Gewissen manchmal. Also ein schlechtes Gewissen, weil ich da stehe und weiß, ich verdiene deutlich mehr. Und ich habe das Gefühl, ich muss dafür nicht so hart arbeiten. Und das ist auch ungerecht. Ja. Es ist einfach ungerecht. Ne? Das ist einfach, also, dass wir beide quasi weniger hart pro Euro arbeiten müssen, ist nicht gerechtfertigt. Das ist nur dadurch zu erklären, dass wir eine Qualifikation haben, die hier anerkannt ist, die uns die Möglichkeit gibt, Berufe auszuüben, in denen wir mehr verdienen können. Also mit Gerechtigkeit hat das definitiv nichts zu tun. So. Und, gar nichts. Also ich hatte auch keine Ahnung, wie krass manche Leute für ihr Geld arbeiten müssen, ohne dass ich das jetzt ausgeblendet habe. Habe ich das so krass noch nicht vor Augen geführt bekommen, wie mit ihr halt jetzt. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben mehr als eine Chance bekommen. Und ich habe halt die ergriffen, die mich jetzt hierher geführt hat. Ja. Aber ich hätte garantiert auch Chancen gehabt, noch was anderes zu machen. Also ich war im Chancenüberfluss, bin ich groß geworden eigentlich. Ne? Mir ist klar geworden, wir müssen in Deutschland mehr umverteilen. Damit für jeden, der arbeitet, am Schluss auch wirklich genügend Geld in der Tasche bleibt. Deshalb, lieber Chat, ne, und auch die Zuschauer auf YouTube. Ich glaube, viele sind dabei, denen es ähnlich geht. Schreibt mir eure Erfahrungen, wenn ihr wollt, bei Instagram. Ich möchte mir das anhören. Schreibt mir gerne, auch wenn es euch nichts ausmacht, das öffentlich zu posten. Schreibt mir gerne einen YouTube-Kommentar, dass vielleicht auch die anderen Leute das lesen können. Die Frage ist, was kann man machen, um das zu ändern? Bei unserer Politik ist ja wirklich, da kannst du immer nur das geringere Übel wählen. Das ist ja auch keine Lösung auf Dauer. Es sind kluge politische Lösungen gefragt, damit Menschen wie Anita und Hashim nicht weiter abgehängt werden. Aber auch jeder von uns kann etwas tun. Mehr ausgeben für Dienstleistungen, wie wenn wir Essen bestellen. Wenn so zum Beispiel Kurierfahrer ordentlich bezahlt werden können, wäre das immerhin ein kleiner Erfolg. Schönes und wichtiges und richtiges Video. Und die Frau einfach nur ein herzensguter Mensch, vor der ich den vollsten Respekt habe. Wunderschöne kleine Familie mit tollen Kindern. Dafür applaudiere ich innerlich.